Jo Leute, herzlich willkommen zu der 10. Folge, nein Quatsch, 11. Folge, sorry. 11. Folge von The Legend of Zelda Twilight Princess. Zum Aufnahmezeitpunkt ist gerade mal die zweite Folge raus, ja. Ich produziere hier vor wie verrückt. Es macht einfach nur unglaublich Spaß. Wir haben das letzte Mal aufgehört, letztes Mal haben wir aufgehört weiter oben im Dungeon. Ich glaube, ja, hier ungefähr. Oder da. Jetzt müssen wir die ganze Scheiße hochlaufen. Ich würde sagen, hier passiert ja jetzt gar nicht mehr was Interessantes. Das kann ich schnell schneiden. Beziehungsweise die Aufnahme pausieren. Oh ne. Wisst ihr was? Ich schneide es euch einfach. Wir sehen uns gleich an der Stelle, wo wir gestern aufgehört haben. Wobei, vergesst es, wir haben ja hier noch eine Truhe, ne? Zum runterholen. Wir haben ja jetzt den Boomerang. Dann können wir das easy machen. Wir müssen aber erst diese Spinne wieder mal erledigen. Mal wieder. Boah, die ist hartnäckig, ne? Aber mit dem Fangstoß easy. So, wir haben jetzt den Boomerang. Mit dem Boomerang können wir endlich hier diese Truhe holen. Einmal hier. Und wir schießen gleich alles runter. Und noch das hier. Zack. Die große Truhe. Da hat sich ja gelohnt. Ist ja gut, dass wir hier vorne spawnen. Hätte ich es vielleicht sogar vergessen. So, die große Truhe. Mal sehen, was drin ist. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Also, so genau kann ich mich noch nicht mehr erinnern. Scheint aber was Besonderes zu sein. Ah ja, da haben wir ihn. Du hältst den Kompass. Er zeigt dir, wo du die Schätze in diesem Dungeon findest. Sieh auf dem Kartenbildschirm nach, wenn du die Schätze suchen willst. Das ist sehr wichtig für die 100% auch. Schätze, das Ding könnte uns echt nützlich sein. Damit kann man vielleicht herausfinden, wo die gefangenen Affen sind. Mhm. Wo die gefangenen Affen sind, echt? Also der Kompass, genau, der zeigt hier an. Ich glaube, die... Ah, okay, man kann reinzoomen. Man sieht jetzt, wo die Affen sind, die wir brauchen. Und ganz wichtig, die Truhen. Das ist ein Truhendetektor. Hier haben wir zum Beispiel noch eine Truhe zum Öffnen und hier sogar zwei. Alles klar. Also der zeigt, oder zeigt er nur die Truhen an, die wir... Zeigt er alle Truhen an oder nur die, die wir noch nicht haben? Wahrscheinlich nur die, die wir noch nicht haben, denke ich mal. Oder? Wir werden hier nochmal kurz kontrollieren, bevor wir weitermachen. Wir werden heute auf jeden Fall den Boss schaffen. Aber ich möchte es nochmal kurz hier nachprüfen. Weil laut Kompass ist in dem einen Raum, wo wir diesen kleinen Zwischenkampf hatten, nämlich noch eine Truhe. Hier in dem Raum, die gelben Markierungen, müssen wir erstmal wieder hier den Scheiß machen. Ja, ist jetzt natürlich nicht so spannend, aber wir wollen ja 100% und dann muss man das auch machen. Ey, ich hab's geschafft. Was ist denn los? Kann sein, dass heute die Audioqualität ein bisschen anders ist. Ich sitze etwas weiter weg vom Handy, aber ich muss sagen, ich habe mein Handy jetzt besser positioniert. Das heißt, jetzt dürfte das Bild deutlich gerader sein und somit sollte auch das Gefühl beim Zuschauen nicht ganz so scheiße sein. So, genau, ich weiß schon, was für eine Truhe wir hier haben. Das habe ich vergessen, stimmt. Gott sei Dank haben wir jetzt den Kompass. Kompass heißt der. Kommen wir hier eigentlich noch anders hoch? Können wir hier... Nee. Wie habe ich das jetzt... letztes Mal bin ich einfach durchgerannt, aber geht das nicht? Man kann doch hier locker hoch, oder? Nee. Locker? Ja, okay. Okay, wir müssen irgendwie durchrennen. Warte mal, jetzt haben wir den Bumerang. Jetzt geht's ja. Stimmt, mit dem Bumerang besiegt man ihn. Da wollte ich nicht hin. Ernsthaft? Bruder. Hier. Du, genau. Genau, man wirbelt den hoch und dann kann man ihn besiegen. Und da gibt's mehrere von den Viechern. Jawohl. Und boom. Und nochmal. Ja, genau. Und da kann man die Platten sogar wegwirbeln. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir auch... Lol, das war gar nicht absichtlich. Jetzt haben wir gleichzeitig hier noch die Treppe hinten beziehungsweise runterfahren lassen durch die Fackel. Und somit hat sich dann auch schon dieses Rätsel gelüftet. Hier, diese Truhe, die gehört natürlich auch zu 100%. Wir öffnen sie. Und... Jawohl, ein Herzteil, mal wieder. Sammle zwei weitere und du hältst ein zusätzliches Herz. Krass, gar nicht mal so heftig versteckt. Einfach random hier ein Herzteil. Das ist jetzt das zweite Herzteil in dem Dungeon, glaube ich. Sehr nice, sehr, sehr nice. Die Herzteile sind ja, habt ihr das gerade gesehen? Sind ja sehr wichtig. Der wollte gerade ins Wasser springen und ist auf dem Stein gelandet. Bruder, der Arme. Ich weiß warum. Wenn man nämlich über Wasser reinspringt, dann denkt er, man landet auch im Wasser. Aber hier, Alter, der macht einfach eine Parkour-Flugrolle. Wie nice. Alter, wie geil. Habe ich noch nie, ist mir noch nie aufgefallen. Ja, moin. Ja, das... Alter Schwede, wir machen hier richtige Speedruns, oder? Ja, genau so geht ein Speedrun. Okay, fängt ja gut an, die Folge. Boah, richtig skillig, Alter. Was ist denn heute los?
Ich habe gestern eine Aufnahmepause gemacht, da habe ich mal nichts aufgenommen. Ja, und jetzt hat sich wohl die Pause gelohnt. Und hier gibt es auch noch zwei Truhen. Dann müssen wir wieder über den Hauptgang. Wo kommen wir? Achso, wir müssen wieder runter. Okay. Alles klar, wir holen erstmal das hier auf, was wir... Junge, was wir aufholen können. Ach, komm, da war doch nichts. Ist ja Frame Perfect hier. Mit den Block... Wie heißt das? Wie heißt denn das? Block, Hit... Nee, warte mal. Ich habe gerade einen Schlaganfall. Wie heißt denn das? Bei Minecraft da zum Beispiel, wenn der... Wenn er so einen bestimmten Radius hat, wo man den angreifen kann. Hitblock? Block? Alter, ich bin so lost, ne? Aber genau für solche Momente liebe ich dieses Let's Play. Oder liebe ich generell meine Let's Plays. Für so einen Scheiß. Zum Beispiel der Vogelscheuche. Vogelscheune, Digga, Alter. Epoa. Komplett lost. Ne, aber wie heißt denn das? Blockchange? Ne, Block... Blockchange? Was? Bitcoin. Ne, wie heißt denn das? Die Hitbox, Hitbox, jetzt, easy, hab ich doch gewusst. Okay, da hinten ist eine Truhe. Ey, da ist doch die, da ist doch der Master-Schlüssel, oh nein, also der Master-Schlüssel, den hatten wir doch schon, oder ist hier unten noch irgendwas? Naja, gut, dass wir mal runterfallen, jetzt können wir hier mal gucken. Tatsächlich, wow, dann hat man hier sogar, musste man hier sogar sowieso unter Wasser. Hier ist ein kleines Versteck, schön. Die zweite Truhe für den Part. Okay, ein gelber Rubin, 10 Rubine, nichts Großes. Da hätte es auch eine kleine Truhe getan, aber gut. Hier ist Efeu, hier können wir easy wieder hoch. Spinne müssen wir nicht besiegen und im Raum daneben ist auch nochmal eine Truhe. Nein, Bro, nein, was machst du? Alter. Ja, die Spinne ignorieren wir. Gehen hier durch. Und gleich da rechts ist eine Truhe. Was war das hier? Ach, das ist der Raum. Da ist eine Truhe. Aber da oben, da war doch nichts. Hier unten? Müssen wir irgendwas mit dem Boom... Ah, lol. Lol. Okay, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Nochmal ein gelber Rubin in einer kleinen Truhe. Okay, krass. Na gut, wir nehmen es natürlich mit für die 100%. Ja, das Herz nehmen wir auch mit. So. Okay, dann haben wir jetzt noch... Okay, hier oben Truhen... Weiß nicht, die zählt, glaube ich, zu dem Raum, wo wir noch nicht waren. Okay, dann werden wir jetzt in ein neues Gebiet reingehen. Den Weg bis dahin, bis hier vor die Tür, werde ich, glaube ich, trotzdem mal einfach durchschneiden. Durchschneiden, Alter, was ist los? Weil den Weg, ja, den kennt ihr ja und ich habe jetzt auch nichts mehr groß zu erzählen. Deswegen sehen wir uns gleich dort. Wobei, nein, nein. Nein, nein, ich wollte das Let's Play... Ich wollte eigentlich, nichts vom Gameplay wegschneiden. Ich wollte das alles... ganz raw machen, so wie es ist, so wie ich es erlebe, so wie ich spiele und dann nichts irgendwie vorspulen oder so. Ach, willst du mir jetzt erzählen, dass ich hier nicht hochkomme? Also auch irgendwas Langweiliges, irgendwas Stupides, ich werde nichts rausschneiden. Weil es, ich weiß nicht, es nimmt so ein bisschen das Gefühl des Spielens weg. Ich meine, ich muss ja hier sowieso dahin laufen. Naja, es ist halt, bei dem, wenn ihr dieses Let's Play hier wirklich guckt, dann braucht ihr auf jeden Fall Geduld, weil hier machen wir das ganz langsam. Okay, aber das war jetzt unnötig. Aber es sah cool aus. Backflip ins Wasser. Okay, nur wegen dieser Scheiß... Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Brauchen wir noch nicht. Wir müssen noch nicht mit dir kämpfen. Ich glaube, die ist sogar gerade ins Wasser gesprungen und verreckt, so wie sie es angehört hat. So, und apropos verrecken, wir sind noch nicht verreckt in diesem Let's Play und ich hoffe, es bleibt auch so. Der Affe, okay. Der kommt mit. Stimmt, in der letzten Folge, da haben wir auch einen Affen noch am Ende dabei gehabt. Tür auf. Und rein hier. Hier haben wir alles. Und einmal drehen bitte. Dann gucken wir... Nein, das nicht. Gucken wir erstmal hier links in die... Da gibt es zwei kleine Räume. Ich habe keinen Plan mehr, was da ist. Ah, wir brauchen einen Schlüssel, aber wir haben den Schlüssel, glaube ich, in der letzten Folge in dem anderen Zwischenraum geholt, oder? Ich dachte, wir haben den schon. Okay, anscheinend müssen wir dann doch erst da rechts hin, weil in dem kleinen Raum hier
Da war ich ja schon, da ist ja auch keine Truhe gekennzeichnet. Und wenn da eine gewesen wäre, hätte ich die eingesammelt. Ja, gut, dann brauchen wir da wohl einen Schlüssel, den wir hier erst bekommen. Ich finde das immer blöd, sowas, wenn man ja den Schlüssel bekommt für Räume, die dann ganz weit vorne liegen. Das ist immer ein bisschen blöd. Aber gut, ist jetzt auch nicht weit weg. Ich schätze einfach mal, dann ist der Schlüssel. Ja, moin. Erstmal Backflip. Ja, moin. Was geht ab? Sieht fast so aus, als würden wir dafür die Hilfe dieser Affen brauchen. Da kann man wohl nichts machen. Retten wir eben auch noch die anderen. Okay, zwei gibt es ja, glaube ich, noch zum Retten. Da, stimmt. Dieser Raum gehört ja auch zur Hauptquest, weil da noch ein Affe ist. Zwei Affen brauchen wir noch. Und da ist dann, da hinten geht es dann zum Boss hier. Mit dem großen Schloss. Okay, aber jetzt müssen wir erstmal hier weiterkommen. Mit dem Bumerang natürlich. Einmal hier drehen bitte und dann hier lang. Da geht's dann zu dem kleinen Raum. Kannst du bitte runterkommen? Nein, was machst du? Bruder, jetzt mach keinen Scheiß. Ey, kämpfen an so Abgründen ist immer... Boah, da kriegt man immer so halben Herzinfarkt. Ist hier irgendwas? Ja, hab's doch gewusst. Ja, komm, du kannst auch noch sterben. Ja, sehr gut. Ja, heute ist der Skill immer richtig krass. Und der lila, ne? Was für lila, ne? Der, naja, pinke, ja. Der pinke Punkt, das ist dann immer der Boss. Dort sitzt der Boss und wartet auf uns. Ich kann mich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht mal wirklich erinnern, wer das war. Was für ein Boss. Ich weiß es echt nicht mehr gerade. So. Und tschüss. Bist du tot? Nö. Ah, scheiße, er trifft mich, ist dumm. Jetzt. Okay, hier klettern wir hoch. Dann finden wir hier wahrscheinlich den Schlüssel. Ach, was geht denn zur Seite? Und dann, ja, keine Ahnung, die Truhe ist dann wahrscheinlich optional halt. Weil er braucht immer so lange zum Hochlaufen. Vor allem Laufen. Zum Hochklettern. Oh man. So, du auch noch. Bam. So, und Frankstoß, tschüss. Warum? Ah, wir haben schon wieder Schaden wegen diesen blöden... Ich weiß nicht, wie heißen die eigentlich? Boblins? Zählt das zu Boblins? Ich weiß nicht. Wo geht's eigentlich hier runter? Okay, es ist einfach noch ein anderer Weg, aber ich denke, da ist jetzt nichts. Okay, hier finden wir dann noch einen Affen. Keine Cutscene. Okay. Ach du. Du, ich kenne dich doch. Du hast mich schon mal... Du auch! Ja, du hast mich schon mal... in Gefangenschaft genommen, du Hund. Richtig mies. Okay. Da geht's wohl zur Truhe. Was will mir die Fee sagen? Ich kann mit dem Bumerang hier was machen. Okay. Kann ich hier nicht eigentlich einfach rüberschwimmen? Als ob er da nicht hoch kann. Okay, wir brauchen eine Bombe, beziehungsweise so einen Bombenkäfer hier. Ah, ich verstehe schon. Wir müssen ihn... Ja, hier geht's auch weiter. Erstmal besiegen wir die Pflanze, dass die uns hier nicht stört. Boah, ich habe jetzt fast schon Schiss, dass wir den Boss doch nicht schaffen in dieser Folge. Aber eigentlich müssten wir ihn schaffen. Wir können uns hier die Bombe... normalerweise die Bombe holen. Ah, ich glaube... Man muss das direkt kombinieren. Ja. Okay, wir können uns die Bombe nicht zufliegen lassen. Lol, jetzt kam das Secret-Rätsel, der Sound aus dem Bildschirm und nicht aus der Wii-Fernbedienung. So, wie machen wir das jetzt? Ist es nicht ein bisschen weit weg? Nee, es geht. Okay. Hier und dann hier rein. Ich denke, das müsste klappen. Ah, oh, lol, geht doch. Nein! Ach, du bist doch dämlich. Okay, es geht doch irgendwie. Hat vorne nur nicht geklappt. Okay, dann holen wir dich einfach mal. Achso, wahrscheinlich, weil er vorhin einfach gegen so eine Baumkrone halt geprallt ist. Okay, cool. Ja, es wird schon tricky. Jetzt kommen schon mehrere Elemente zusammen. Bumerang, Bombe. Und es wird noch deutlich komplexer. In dem Spiel kann man sehr, sehr viel machen. Und hat sehr, sehr viele Fähigkeiten. So, diese Truhe würde uns wahrscheinlich dann den Schlüssel bringen. Jawohl. Allerdings nur eine Tür. Okay. Der kleine Schlüssel. Ach, wie unnötig. Also, sowas ist so unnötig. Okay, aber da oben ist jetzt der Affe. Wo wir da freigesprengt haben. Ich sehe schon, da ist eine Pflanze an der Decke. Warum läuft der? Also, Junge,
Ich mach nach oben. Muss ein bisschen näher ran an die Leiste vielleicht. Oh, du. Das ist fies. Das ist sehr fies. Und der ist auch fies. Oh, Double Kill oder was? Ja, komm runter jetzt. Alter, wie viel hält der aus? Was? Was? Hä? Irgendwas? Okay, wir müssen... Okay, okay. Wir mussten ihn tatsächlich mit dem Bumerang oder mit irgendwas... Oh, runterschlagen. Jetzt komm... Meine Fresse, Mann. Die sind ja nervig, ey. Aber blauer Rubin. Lohnt sich. Alter, wir haben 300 Münzen. So, du auch noch hier. Ah, jetzt hat's geklappt. Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Boah, aber ich verstehe es nur manchmal nicht. Manchmal greift der einen an, beziehungsweise packt einen und manchmal nicht. Ich verstehe nicht, woran es liegt. Ich glaube, es liegt daran, je nachdem, wie ich schlage. Aber ich habe jetzt schon mehrere Sachen ausprobiert und irgendwie erkenne ich noch kein Muster bei dem Gegner. Okay, hier ist... Ah, hier brauchen wir auch eine Bombe. Aber die können wir uns ja hier holen. Wenn es nicht dagegen kracht oder so. Ja, gut, klappt. Und boom. Easy. Kein Problem. Ich hoffe nur, der Affe wird nicht erwischt. Er klatscht. Er freut sich auf jeden Fall. Danke für den Beifall. Habe ich heute ausnahmsweise mal verdient. Oh, ein gelber Rubin aus einer Truhe. Warum sage ich immer Truhe? Das ist keine Truhe. Das ist ein Krug. Eine Kruge. Okay, cool. Dann gehen wir jetzt zurück zum anderen Raum. Holen da noch schnell den Affen und dann zack, zack zum Boss. Dann wird die Folge vielleicht ein bisschen länger. Dann kann es sein, dass die Folge auch mal ein bisschen über 30 Minuten geht. Soll ich hier runterspringen auf Risky? Ja, darum. Komm, ja, gut. Besser. Besser ist es. Okay. Also kann sein, dass die Folge hier etwas länger ist als gewöhnlich. Aber das ist ja... Naja... Bei einem Finale auch nicht so schlimm. So, jetzt hier zurück. Jetzt müssen wir erstmal wieder zu dem anderen Raum. Dann hier. Drehen. Und wieder zurück. Ja, ist eigentlich relativ simpel. Wird noch komplizierter, denke ich, mit Boomerang. Da gibt es noch im späteren Spielverlauf bestimmt einige Rätsel, die etwas schwieriger sind mit dem Boomerang. So, und jetzt... Ja, Alter, war das freaking knapp, Junge. Ich hatte mehr als nur einen Herzinfarkt. Stimmt, hier ist ja diese blöde Stufe. Die ist mega nervig. Das sieht doch übelst scheiße aus. So, wir müssen hier lang. Das heißt, also immer wenn das gelb anleuchtet, ach komm, dann trifft er eigentlich zu 100%. Und jetzt können wir hier endlich rein. Ganz kleine Räume warten hier noch auf uns. Ah, es ist sogar ein Raum. Ich dachte, es sind zwei. Okay, da ist wieder so ein dummer Wurm. Ein Schachbrett. Nur Spaß. So. Okay, die Würmer sind aber natürlich, wenn man sie rauswirbelt, kein wirklicher Gegner mehr. Also die können sich da, glaube ich, gar nicht wehren. Hier sind so ein paar Krüge versteckt. Die Truhe, die holen wir uns gleich mal. Die ist irgendwo da oben, glaube ich. Oder ist die hier? Ah, wahrscheinlich hat es... Alter! Ey, wie viele Würmer sind denn hier? Boah, ist das nervig. Das ist richtig nervig. Diese Würmer sind einer der nervigsten Gegner, beziehungsweise zeitraubendsten Gegner. Die können ja eigentlich nichts. Außer mal kurz rausspringen. So, hier. Ah, nee, hier geht's zum Affen, glaube ich. Ja, dann holen wir erstmal den Affen. Oh, nee, hier geht's zu einer Spinne, zu einer Höhle und. Alter, chill mal. Nein, was machst du? Du sollst den anderen anvisieren. Boah, Digga. Ach komm, warum hat der Bumerang nicht gesessen? Nein, du sollst nicht die Spinne, die Kleine anvisieren. Wobei, jetzt haben wir sie sogar besiegt. Mit einem Bumerang oder so. So, Fangstoß und tschüss. Okay, wir sind hier in die Falle getappt. Ich höre den Affen schon, ich weiß noch nicht, wo er ist. Wahrscheinlich irgendwo hier oben. Da. Hier. Ach, wunderschöne Stimme hat dieser Affe. Ah. Okay. Jo, Alter. Bruder. Als wäre er im härtesten Knast, Alter. Okay, natürlich ist es nicht schön, aber chill mal. Wir holen dich ja gleich raus. Hier gibt es wieder Windräder. Ich denke, das ist egal in welcher Reihenfolge, oder? Die müssen sich nur gleichzeitig drehen, jawohl. Und da haben wir den letzten Affen. Schön. Dann nur noch die Truhe und dann kommen wir zum Boss. Sehr cool. Okay, jetzt erinnere ich mich wieder ein bisschen an den Raum. Da oben kommt natürlich wieder eine Pflanze. Und wir verletzen uns wieder, warum auch immer. Ach komm, hier, so. Also im Bumerang ist es deutlich einfacher, weil so... Ah, das war klar. Dass so Pflanzen... Also ist es leichter, die Pflanzen zu besiegen mit Bumerang. Und hier ist dann, ja, die letzte Truhe im Dungeon. Oh, das war freaking knapp. Ich glaube, da unten
Nee, ich dachte, da wäre eine Bombenpflanze. Würde sich anbieten. Okay. Die letzte Truhe in diesem Dungeon. Oh, wow, okay, ein roter Rubin. Oh! Oh, scheiße. Oh, das ist jetzt kacke. Also eigentlich sollte ich mich freuen, dass ich viele Rubine habe. Aber ich habe, also meine Rubintasche ist noch klein. Das heißt, ich kann nicht so viele Rubine aufnehmen. Man hat jetzt schon das Maximum 300. Deswegen können wir die nicht mitnehmen. Das heißt, die Truhe bleibt geschlossen. Boah, scheiße. Wie kann ich jetzt schnell Rubine verlieren? Das wird, glaube ich, nicht gehen. Wir müssen, glaube ich, zwangsweise nochmal hier rein. Nur für diese Kacktruhe. Für die 100%. Naja. Die rennt ja nicht weg, die Truhe. Naja, gut, dann egal. Das machen wir halt dann anders. Ist natürlich nervig, aber geht halt jetzt nicht anders. So. 300 Rubine ist schon das Maximum. Heftig. Dann erstmal ganz viel Milch kaufen. Bei Zaira. Nee, Quatsch. Bei der kaufe ich gar nichts mehr. Außer ein Katzenomelett. Okay. So, und jetzt haben wir alle Affen da. Die sich jetzt hoffentlich zu einer großen Schwungseil oder so machen. Ihr wisst schon. Hier, genau, sie machen es ja. Boah, ist schon sehr risky. Also, wer da runterfällt, beim besten Willen, da werde ich euch nicht retten, da unten. Jo, aber die haben Spaß. Eigentlich müsste nur der Oberste die alle loslassen und sind alle down. Das wäre natürlich asozial. Wir können ja auch mal was machen. Alter, wenn das jetzt klappt, ne? Das wäre Quatsch, aber auch Spaß einfach mal. Okay, okay. Wir müssen jetzt natürlich auch im richtigen Moment springen, Alter. Da habe ich jetzt richtig Schiss vorne. Bruder. Ey. Oh, shit. Holy shit. Gar nicht nachdenken, einfach machen. Okay, hier geht's auch noch irgendwie hoch. Aber ich glaube, da oben ist nix. Weil hier auch kein Turm mehr ist. Nee. Ist nur Deko. Okay. Und hier ist dann der Boss drin. Von der Folgendauer könnten wir hier eigentlich schon aufhören, aber nö. Und ich hab's gesagt, wir machen... Oh! Oh, warte mal. Schnell. Ich brauche schnell meine Flasche. Hier ist eine Fee. Sehr gut. Du fängst eine Fee in der Flasche. Sie erfüllt dein Herz mit Kraft, wenn du am Ende bist. Sehr, sehr wichtig. Ah, okay. Wenn man noch lebt und entsprechend viele Herzen hat, füllt die bis zu 8 Herzen auf und wenn man stirbt, wiederbelebt die einen. Aber man kann davon natürlich nicht so viele mitnehmen. Das ist quasi ein sicheres zweites Leben. Sehr, sehr wichtiges Item. Sehr, sehr selten und ja, sollte man ja, sehr gut mit umgehen. So, und hier ist das große Schloss. Das ist das Master-Schloss quasi. Hier kommt der große Boss-Schlüssel rein. Und dann geht's zum Boss. Wie gesagt, ich weiß tatsächlich gerade nicht. Doch, ein bisschen erinnere ich mich an den Boss. Ein bisschen. Ich weiß nicht mehr genau, wie er aussieht. Ins Dunkle. Es ist soweit. Unser erster Boss. An den Raum erinnere ich mich. Ah, jetzt weiß ich wieder den Boss. Ja. Das war doch so eine Hydra. Ja. Okay, naja, gut, zwei Köpfe. Nachtschattenparasit, Planta Inferna. Okay, richtig cool. Es geht hier wahrscheinlich auf jeden Fall, also es geht natürlich um Boomerang, auch bei dem richtigen Boss, also, okay, verstehe schon, auch bei dem, Alter, auch bei dem richtigen Boss in den Dungeons geht es immer ums Dungeon-Item. Ich denke, so ist richtig, oder? Ja. Wir müssen die Bombe ins Maul von ihm werfen. Und dann ist ein Kopf schon mal down. Okay, Musik richtig episch. So, jetzt nicht auf mich attackieren, bitte. Boom. Und stirb. Down. War's das? Nein, bei weitem nicht. Das war's auf jeden Fall noch nicht. Jetzt kommt die wahre Gestalt. Das ist das Hauptgesicht. Das waren nur die zwei kleinen Nebenköpfe.
Der Hydra. Ich bin richtig gelegen, es ist eine Hydra. Okay, jetzt weiß ich aber tatsächlich gerade gar nicht, wie ich jetzt hier fortgehen soll, weil hier ist gerade keine Bombe da. Oh, der Affe, der uns hilft, okay. Holt er jetzt Bomben und schwingt damit immer so hin und her? Ach, Bruder, kann der Arsch da weg. Ja, ja, genau. Alter, wie er diese Spinne hält. Okay, verstehe. Okay, er wisst jetzt an, dann bleibt er so. Wir probieren das mal ins Hauptmaul zu... es geht sogar, okay, es geht. Okay. Und jetzt können wir das Auge bearbeiten. Ja, Mann. Sprung drauf und boom. Okay, eine Runde haben wir schon mal geschafft. Bei einem Boss gibt es, glaube ich, immer 3 Runden, die er halt Energie hat. Oder Herzen. Oh, scheiße. Oh, shit, das macht Schaden. Holy shit. Digga, hör mal auf jetzt. Alter, da kann ich mich auch, glaube ich, nicht dagegen schützen. Ey, gib Herzen her, Mann. Bruder! Okay, das sind 4 Herzen. In den Krügen vor allem wahrscheinlich. Okay, da... Komm wieder, komm. Shit. Das war klar. Hä? Was? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Aber irgendwie hat ihn eine Bombe getroffen. Ich habe keinen Plan, wie. Oh, er hat doch nur 2 Leben. Na gut, davor haben wir ja auch die 2 Köpfe besiegt. Das war's schon. Ach du Scheiße. Bah, ekelhaft. Bah, wieder austrocknet. Ein Herzcontainer. Boah, das ist gerade so Nostalgie. Ja, Mann, jawohl. Die Schatten entweichen dem Schrein. Oh ja, das gab's auch. Ja, stimmt. Boah, es ist gerade nostalgisch. Das ist es, was ich gesucht habe. Das Ding hier ist ein Schattenkristall. Die Lichtgeister nennen das wohl die dunkle Macht. Genau. Hat denn der Lichtgeist nicht gesagt, mit dieser dunklen Macht könnten wir irgendwie die Welt retten? Ob das wirklich so einfach ist und ob das hier wirklich reicht? Es gibt insgesamt 3 Schattenkristalle. Über die übrigen wissen bestimmt die anderen Lichtgeister Bescheid. Und wenn du die restlichen 2 hast, werde ich dir auch sagen, was es mit den Schattenkristallen eigentlich auf sich hat. Gib dir also Mühe, sie zu finden. Ich erinnere mich sehr daran. Verschwende also keine Zeit. Noch 2 gibt es. Gehen wir sie suchen. Aber vorher nichts wie raus hier und den Herzcontainer von diesem geschlagenen Gegner, den solltest du mitnehmen. Ja, ich glaube, ohne ihn mitzunehmen, würden wir gar nicht gehen können. Also das war ein Schattenkristall, sehr, sehr wichtiges Item. Ich weiß nicht mehr genau, was der macht, aber ich weiß, wofür der da ist, beziehungsweise wer den, wie das dann später, zu was das wird, sag ich mal. Ist quasi wie ein Puzzleteil, also halt auch ein Objekt, was man sammeln kann. Und den Herzcontainer, den bekommt man immer bei einem Hauptboss in einem Dungeon. Ein Herzcontainer füllt das ein Herz ja, beziehungsweise gibt uns ein ganzes neues Herz. Quasi ein Herzteil, nur nicht ein Fünftel, sondern ein komplettes Herz. Wir haben ja auch bald 5 Herzteile, da haben wir noch ein Herz. Das heißt, jetzt kriegen wir hier unser 4. Herz und dann bei den Herzteilen unser 5. Okay, das 4. Herz, let's go. Herzcontainer erhalten. Die Zahl deiner Herzen steigt um 1. Außerdem wird deine Gesundheit wiederhergestellt. Genau, die würde einen auch komplett heilen, wenn man geschadet wäre. Sehr schön, wir haben das 4. Herz und können jetzt hier durch Midnas Kraft, durch das Schattenportal wieder, raus hier kommen. Sehr gut. Bin auch zufrieden mit der Folgenlänge. Da haben wir auf jeden Fall sehr viel geschafft heute. War ein sehr guter Part. Und sieht auch sehr schön aus jetzt hier, wo das Gift weg ist. Hier die Lichtstrahlen. Wow, schön. Sehr schön. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Dann geht's weiter. Bis dann und ciao.